So, herzlich willkommen zu Let's Angezockt, reingeschaut, ein bisschen erklärt von Tree of Life. Wir sind jetzt hier in der Charakterstellung. Ich habe ja gesagt, wir machen einfach mal einen neuen Char, um euch das alles mal ein bisschen näher zu bringen und so. Spiel schon ein bisschen älter, so ein halbes Jahr ungefähr. Ja, und wir schauen einfach mal ein bisschen rein. Ja, mal hier den Orklord. Oh, ein bisschen hübsch hier den Knaben. Ja, Saubär. Blaue Augen. Ach so, was sind hier? Das hier, die drei Schiffchen sind die Spawnpunkte. Das müsste Norden sein. Westen und Osten. Wir starten einfach mal im Norden. Obwohl, lass mich mal kurz überlegen. Ja, klar. Wir machen mal im Norden. Und gucken wir mal. Ups. Und schauen wir uns das Ganze mal an hier. Sind auf dem EU, auf dem Amerika-Server, USA, und schauen wir mal, wie das läuft. Mal gucken. Entering the game world. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange. Amerika. Auch schon den Ladebalken. Da sind wir schon gestrandet. Da ist das gestrandete Schiff. Läuft. Ja, Tree of Life ist halt auch ein Survival-Craft-Indie-Game. Also man muss hier sehr viel herstellen. Sehr viele Berufe gibt es hier, die wirklich übelst hart sind. Oh, wir sind die plus C und direkt vor uns erstmal eine Burg von irgendwelchen Spielern gebaut. Läuft. Ja, wir sind jetzt hier gestrandet, haben nichts. Ich habe hier noch das extra Package, weil ich habe dieses Adventure-Paket. Da gibt es halt so extra 8 Slots, da sind nochmal 10 mal Bandagen drin, 10 mal Essen und nochmal eine extra Packung Streichhölzer. Ja. Und hier ist ein Inventar. Hier die Sachen, die man bauen kann, wo man halt Zeug sammeln muss. Die Stats hat man hier Stärke, Int, Dex und Con. Die werden gelevelt, wenn man die Berufe erlernt und macht und tut. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Achso, hier mal die Berufe. Hier gibt es einige. Gibt noch ein paar, die noch nicht funktionieren. Zum Beispiel Tactics ist noch nicht drin, aber das wird wohl noch kommen. Und Instrumente, die kann man auch nicht benutzen. Aber der Rest funktioniert. Jo, dann haben wir noch das böse System. Wenn man Sachen kaputt macht, wird man kriminell. Ab 500 Punkte wird man rot und man verliert dann auch schon 50% seiner Sachen im Inventar. Aber bis dahin, das dauert immer ein bisschen. Und man kann hier auch stehlen. Man hat hier so ein Stehl-Skill, sage ich jetzt mal. Lockpicking nennt man das. Das ist auch recht cool gemacht. Kann man Sachen stehlen von anderen Spielern. Das ist eigentlich ganz cool. Und was haben wir noch? Und Gildensystem gibt es hier auch. Funktioniert auch. Ja, würde ich sagen, ach, hier hat man noch Leben. Und sein Mana hat man hier noch, was aber auch noch nicht funktioniert. Also Magie geht hier auch noch nicht. Seine Ausdauer und seinen Hunger. Wenn das leer ist, passiert nichts. Man ist halt nur langsam. Ja, laufen wir einfach mal ein bisschen rum. Oh, cool. Hier liegt erstmal ein Rucksack rum, den wir nicht aufsammeln können. Warum? Was ist das hier? Ja. Cool. Gestrandet oder was? Cool. Okay. Schauen wir mal hier rein. Noch 10 Tage beschützt das Ganze. Ja, da kann man halt Schlösser reinbauen, da kann man da nicht rein. Ist eigentlich ziemlich cool. Ein bisschen vom. Hier kann man reingucken. Ist aber auch alles schon zu. Oh, ist nicht drin. Hier gibt es Shops, die kann man aufbauen. Vom Spieler kann man dann kaufen. Hat man so ein bisschen Ausrüstung. Je nachdem, wie die Bock haben, machen die Preise auch übelst unmenschlich. Hier kommen wir überall nicht ran. Oh, hier ist was. Was nichts drin. Nix da. Wenn wir einfach ein bisschen Holz hacken und noch ein bisschen was bauen, würde ich sagen. Um euch das mal ein bisschen zu zeigen. Ja, haben wir hier Bäume. Da kann man jetzt erstmal gegenboxen. Das werden wir auch gleich mal tun. Da verliert man halt Ausdauer. Der Baum kriegt Schaden. Und der fällt dann irgendwann um. Ach so, ich muss ja mal ein bisschen die Optionen mal schnell
Zeug aus, weil aus irgendeinem erfindlichen Grund. Ah, warum auch nicht hier, das ist auch Blödsinn. Haben wir hier sehr schlechte FPS, wenn wir aufnehmen? Jetzt leicht besser. Naja. Mehr schlecht als recht, aber es funktioniert. Hier ist auch schon so kaputt von Spielern. Na, jetzt haben wir Martial Arts gelevelt. Ach ja, stimmt. Man kann ja auch die Berufe hier aus und wieder anschalten. Wir schalten das einfach mal aus hier, weil Martial Arts, das braucht man eigentlich nicht. Machen wir mal weg den Mist. Weil man hat hier auch nur eine bestimmte Anzahl an Punkten. 400. Und man kann die Skills bis 50 leveln. Und wir brauchen einige Sachen. So, jetzt können wir hier das ganze Zeug aufsammeln. Äpfel zum Essen. Können wir uns gleich mal einen reinzimmern. Hat man auch eine gewisse Cooltime drauf, immer wieder den nächsten essen kann. Zweige und so, das sammeln wir alles ein. Das brauchen wir alles zum Bauen. Für die ersten Sachen. Oh, jetzt sind wir hier ein bisschen rumgerutscht. So, jetzt liegen ja die Baumstämme da. Können wir die auch gleich zerhacken? Müssen wir mal gucken. Wir brauchen jetzt 5 Twigs für eine Torch. Das braucht man nicht. Wir brauchen erstmal. Ach so, Knüppel. Haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal das mit der Faust zerkloppen. Machen wir auch. Wir essen noch einen Apfel zwischendurch. Machen die Dinger kaputt und dann kriegen wir Loks. Fire Loks. Essen wir dann Apfel. Haben wir ein Logging. Das wollen wir. Logging ist gut. Wir kriegen auch mit jedem, was wir leveln, eine Stärke dazu bekommen. Machen wir mehr Schaden. Und was machen wir noch? Und für Heavy Ausrüstung braucht man wohl auch Stärke. Hab ich gerade gesehen. So, dann machen wir den auch noch kaputt. Bam. Kommen da die Loks raus. Dann bauen wir uns gleich mal einen Knüppel. Dann gehen wir wieder hier rein. Müssen die hier reinziehen und dann können wir hier einen Knüppel bauen. Und hier gebaut und kommt dann hier unten hin. Da haben wir einen. Sehen Sie, jetzt haben wir hier einen Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Den können wir auch benutzen, um Baum zu fällen. Macht auch mehr Schaden. Die Sachen haben auch Haltbarkeit. Und weil ein Knüppel ja so als Hammer gilt, zählt er der Hammer-Skill. Gleich mal Level 2 aus dem. Ach, und Bäume kriegt man auch noch. Die kann man dann wieder aufstellen. Machen wir gleich mal. Oder auch nicht. So, da haben wir schon ein Bäumchen. Den bauen wir auch hier gleich mal hin. Und den können wir auch gleich wieder fällen. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir wieder 2 Loks. Fällt gleich alles wieder raus, genau wie mit dem großen Baum. Das macht nicht so einen großen Unterschied. Das Einzige, was noch einen Unterschied macht, sind die verschiedenen Baumarten. In der Wüste, wir haben hier auch eine Karte. Wenn wir gleich mal den fertig haben hier. So, jetzt haben wir hier auch eine Karte. Wir sind ganz oben im Norden, da wo wir auch hin wollten. Und hier wollen wir hingehen. Hier werden wir hinziehen, weil hier gibt es so eine coolen Bäume, die sind riesig. Da gehen wir hin. So, aber erst machen wir hier noch ein paar Bäumchen kaputt. So, sammeln wir das ganze Zeugs wieder ein. Freuen uns, machen den noch kaputt. Gucken wir mal, ob wir hier auch ein paar Spieler treffen. So, nehmen wir mal gleich mit. Logging wieder Level 2, aber. Mal nehmen wir die auch noch mit. Hammer Level 3, jawohl. Nehmen wir alles mit, das Ganze. Das Spiel gibt es über Steam. Kostet 15 Euro. Ja. Und es macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß.
Alleine kann man das Spiel auch spielen. Ist bloß sehr mühselig, wenn man hier sowas aufbaut wie hier, so eine Wand hier. Das ist schon sehr anstrengend, wenn man da alles alleine macht. Wäre günstiger, wenn man da zu mehreren Leuten ist. Zu zweit lässt sich das gut machen. Und alles, was mehr als zwei Leute ist, dann geht das recht fix, so ein bisschen was aufzubauen. Da kann sich auch jeder auf was spezialisieren. Macht sich recht gut. Jo, hier liegt auch noch einer rum. Jo, nehmen wir gleich mit. Hat schon einer gefällt hier. Also muss ja irgendwo ein Spieler sein. Ja, mal gucken. Ob wir hier welche finden. Ah. Man kann auch an das ganze Zeug rangehen und wenn es nicht verschlossen ist und da was drin ist, kann man da auch schön looten. Ja, aber ist leider nichts, alles leer. War einmal schneller als wir. Ja, und damit sage ich erstmal ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Tipps, Tricks und so weiter. Alles gern gesehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.